Ich weiß ehrlich gesagt auch überhaupt nicht, auf welcher Ebene wir sind. Ich kann eigentlich mal F3 drücken. Wir sind ja schon auf 77. Ich glaube, bis 256 geht es hoch. Also so extrem hoch wird der Turm dann ja nicht. Ich weiß gar nicht, was wir für ein Seed haben. Naja, ihr seht da oben konstante 60 FPS. So. Ja, und die Lecks sind anscheinend auch irgendwie verschwunden. Hat mich jetzt ehrlich gesagt gewundert. Der gute Premium-Keks, den kann ich jetzt mal erwähnen. Premium-Keks. Meint ja, er hätte diese Lecks auch, aber die scheinen jetzt seit dem 1.4.5er-Update verschwunden zu sein. Was mich aber gewundert hat, dass ich das bei jedem Let's Play irgendwie hatte mit diesen Lecks. Und ja, keine Ahnung. Momentchen mal. Ja, sorry für den Cut, aber dummerweise ist die Tür aufgegangen von meinem Aufnahmeraum und dann hört man Hintergrundgeräusche. Ich bezeichne sie jetzt einfach mal als Hintergrundgeräusche und das wollte ich euch ersparen. So. Ja, und jetzt haben wir direkt 100, wollt ihr es sehen? 118 FPS, warum auch immer. War nur Spaß, 60 FPS, haha. So. Dann springen wir mal nach unten rein und greifen die Cobblestones ab. Sehr, sehr schön, ich freue mich. So, ich brauche hier auch gar nichts befürchten. Hier spawnen glücklicherweise keine Viecher. Oh, da spawnen Viecher. Ich nehme alles zurück. So, und dann bauen wir uns mal zwei Spitzhacken. So, eins und zwei und eins und eins, zwei und Schwert und zack. Aus Maul! Mmh! Du zerstörst mir nicht mein Cobblestone G. Das sag ich dir, mein Cobblestone G ist heilig. Den habe ich mir selber ausgedacht. Okay, er basiert auf einem Video, was mir vom guten Premium Keks gezeigt wurde. Hallo Premium Keks, Grüße! So, ja, und ist aber eine Eigenkreation. Also ich kenne den G nicht so in der Form. So, jetzt muss ich erstmal überlegen, was wir überhaupt alles verloren haben. Oh, Bricks. Brickledy Bricks. Brickledy Bricks. Und ich würde sagen, aus den Brickledy Bricks bauen wir jetzt, ach, ich bin ja so schlau. Ich bin einfach so schlau. Bricks. Aus den Bricks bauen wir Bricks. Ja, das ist eine, auf jeden Fall eine überraschende Wendung. So. Ja, und dann wollen wir jetzt mal weitersehen. Ich bin auf jeden Fall gespannt. Ich bin diesmal, glaube ich, so schlau. Ich wollte auch noch Fackeln bauen. Boah, ich bin so verpeilt einfach. Das ist doch nicht mehr... Wieso baue ich Fackeln hier und wieso... So, ich mache jetzt einfach mal 16 von den Dingern. Und dann mache ich einfach mal so. So. 32. Dann baue ich jetzt einfach mal ein paar Fackeln. So. Ganz einfach nämlich. 36 Fackeln. Genau. Fackeln immer auf die letzte Position. Habe ich als eigene kleine Regel. Und da. Und ich wollte so machen. So wollte ich machen, genau. La 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 la. La 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 la. Ha! Was für eine Aussicht einfach. Genießen wir sie doch mal. Was? So, dann packe ich jetzt mal. Ich packe da jetzt einfach noch mehr Kohle rein, ist mir jetzt egal. Ist mir jetzt egal. Way! So, und dann gehen wir mal hier lang. Und jetzt gehen wir mal da hinten rein und werden die kleinen Ganoven da unten mal ausrotten. Scheiße, ey, riech mich immer noch auf. Oder liege ich mir jetzt wahrscheinlich wieder den ganzen Restabend noch in den Knochen, dass ich da an dieser Stelle verreckt bin. Komme ich mit dem Kopf nicht drauf klar.
Oh, Tiere. Finde ich irgendwie cool, dass hier auch Tiere spawnen. Also, oh, eine Monsterfalle müssen wir uns ja auch noch bauen. Ach du Scheiße. Ich glaube, da funktioniere ich die Insel für um, ganz ehrlich. Ich will da jetzt nicht irgendwie einen riesen Trakt. Ach so, das sah gerade so aus, als hätte der ein Schwert in der Hand. So. Ah, okay. Wenn ich hier nur einen Stein abbaue, spawnen wahrscheinlich wieder 16 Millionen Silberfische. Ich werde hier trotzdem mal schön mit Fackeln alles ausleuchten. So, man sollte immer schnell hinterher springen, am besten. Genau, damit man für den Fall der Fälle... Hoffentlich löse ich jetzt keinen Spawn aus. Ah, okay, deswegen war das so hell. Gut, das erklärt einiges. Hoffentlich fließt die Lava jetzt hier dummerweise nicht rüber. Das wäre doch sehr unvorteilhaft. Nein, nein. Boah, ich Vollidiot. Ich vergesse immer, dass die Stones hier ja die Silberfische auslösen. Ja, hier ist aber nur jetzt Dingens, ne? Nur Kohle und Eisen, so wie es aussieht. Auch da unten jetzt. Auch da unten ist jetzt irgendwie nichts, was irgendwie diamantenmäßig ist. Es hätte mich persönlich jetzt sehr gefreut, wenn hier auch Diamanten aufzufinden wären. Und ich Vollidiot wollte eigentlich die ganzen Dinger wegtun. Aber naja, ich denke da ja mal wieder nicht dran. Mann, 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 wo hat der Junge denn den Kopf? So. Ich wollte hier natürlich auch noch abgreifen. So, und ich wollte da oben auch noch abgreifen. Zack. Ja. Da wollte ich hin. Und da. Und da. Fließt sie ab? Fließt die Lava ab? Ach so, da hinten glaube ich noch, ne? Ich glaube, sie fließt ab, wenn ich es richtig sehe. Zack. 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 Also mit dem Lava abfließen, weiß ich nicht. Das ist irgendwie noch sehr... Naja. Man weiß es nicht. Man steigt da nicht ganz hinter. Beziehungsweise ich steige da noch nicht so ganz hinter. Ist noch sehr gewöhnungsbedürftig. So. Ah, hätte ich fast wieder die Dings abgegrabbelt. Dann wäre mir die ganze Lava ins Gesicht gelaufen. Ist ein bisschen angenehm warm dann, aber naja. So, ja, ich weiß nicht, habe ich das schon mal gesagt? Das wird nur eine kurze Aufnahme. Weil ich Folgen brauche und das zeitlich sonst nicht hinbekomme. Also so ungefähr eine halbe Stunde wird das als Aufnahme. Nur, dass ihr Bescheid wisst. So, wollte ich mal so sagen. Ne? Wisst ihr Bescheid? Gut, danke. Tschö. Nein, Quatsch. Nein. Nein. Nein! Ich habe jetzt nicht wieder so einen Sporn ausgelöst, oder? Alter, Alter, Alter! Nein, 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 Alter, Alter, nein! Und ich hatte gerade das ganze Material, jetzt habe ich da so einen Spawn ausgelöst und es geht wieder los. Da kannst du ja besser in Neta gehen und dich vom Gast ankuscheln lassen. Hier mit diesen lustigen Bonbons. Die der immer freundlicherweise zu dir spuckt.
Mann, ganz im Ernst. Ich will gar nicht mehr. Ich freue mich auf Sky Circle. Ich weiß, oder mache ich Sky Circle? Ich hab, weiß es noch nicht genau. Also irgendwie. Ja, keine Ahnung. Also, ich habe zwar schon Bock allgemein auf dieses Sky-Projekt, einfach weil es halt so einen krassen Überlebensfaktor hat. Aber ich finde persönlich so, auch wenn ich jetzt von mir selber denke, dass ich genug rede, aber ich finde es persönlich auch sehr, manchmal sehr öde, immer mit diesem Cobblestone-Dings abbauen zuzugucken. Und, ich weiß nicht, ob das interessant ist. Trotz allem. Würde mich vielleicht mal freuen, wenn ihr da vielleicht mal euren Senf zu in den Kommentaren abgebt. Ob das für euch, naja, sag ich mal, okay ist, wenn man wirklich mal auch mal ein paar Folgen nur abbaut, weil man einfach Sachen bauen muss. Und ich kann natürlich vorher vielleicht mal in die Aufgaben, denn jetzt haben wir alles, ne? Wir hatten alles, was wir brauchten. Und deshalb verließen wir die Insel wieder. So. Ich weiß nicht, keine Ahnung. Mit dem Abbauen offscreen ist auch blöd. Da könnte man ja blöd gesagt einfach sagen, man zieht sich die Stacks einfach aus dem Creative Mode rein und macht sich zwei Kisten irgendwie voll und dann nimmt man halt davon, dass man halt nicht so Cobblestone Generator bauen muss. Aber ich weiß ehrlich gesagt nicht, keine Ahnung. Muss ich mir mal durch den Kopf gehen lassen, ob ich das machen kann.